Handy für Bücherwürmer. Ja, heute kommt mal wieder eine Leseliste von mir, und zwar die Leseliste für den Monat Mai. Ja, der April ist jetzt auch schon wieder vorbei, und ich hoffe, jetzt kommt endlich der Sommer, weil hier im Norden ist es Wetter. Mal hast du Tage, da hast du bombastisches Wetter, du bist am Schwitzen, du musst nonstop die Sonnenbrille tragen und alles. Und nächsten Tag hast du so arschkaltes Wetter und es regnet und ist im April immerhin hier oben sehr schwierig. Und ich hoffe jetzt mit dem Mai, dass endlich der Frühling, kriegt, der Sommer kommt und wir endlich schöne Tage haben. Wobei, ich habe heute auch blauer Himmel draußen und Sonnenschein. Aber ich möchte, dass es wärmer wird. So. So viel dazu. Jetzt kommt meine Leseliste. Und zwar habe ich euch in meinem Blog, Info, Video, was auch immer das war, erwähnt, dass ich so ein Buchleitungsprojekt irgendwie anfangen möchte. Und ich habe mir jetzt erstmal nur was Kleines überlegt. Ich muss auch gucken, ob ich ein bisschen größer aufziehe. Aber erstmal so, ihr könnt da gerne mitmachen, aber erstmal für mich, ob das überhaupt funktioniert, weil es kann ja auch sein, dass es nicht funktioniert, habe ich mir überlegt, dass ich auf der Leseliste immer halbe-halbe mache. Also die Hälfte so gleiche und die andere Hälfte neuere Bücher, die ich mir gerade gekauft habe oder worauf ich Lust habe, halt, um einfach diese Subleichen aus dem Sub rauszukriegen und zu verhindern, dass auch neue kommen, weil man ja auch neuere Bücher liest. Also, dass man das so ein bisschen verteilt. Und da könnt ihr natürlich gerne mitmachen. Schreibt mir in die Kommentare, welche Bücher ihr euch ausgesucht habt dafür. Was auch immer. Ich bin noch am Überlegen, ob ich da eine Facebook-Seite mache, eine Gruppe. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da Lust hättet, eine Facebook-Gruppe dann da auch zu haben für, um sich auszutauschen. Das wäre natürlich wesentlich einfacher, sich darüber auszutauschen. Aber ich möchte das halt natürlich nicht machen, wenn da keiner Lust zu hat. Also schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr Lust dazu habt, dann machen wir das gerne. So, jetzt zu meinen Büchern. Und zwar, das erste Buch, und wie man unfair erkennen kann, ist das keine so gleiche. Und zwar ist das After Passion von Anna Todd. Ja, ich muss das jetzt auch endlich mal lesen. Ich habe ja nur Gutes davon gehört bis jetzt. Deswegen. Ich freue mich drauf, mal wieder was anderes. Also ich bin ja erst seit ein paar Wochen in diesem Genre unterwegs, deswegen bin ich gespannt drauf. Dann eine so gleiche. Und zwar Christiane F., Mein zweites Leben, die Autobiografie von Christiane F. Ich habe ja auch die Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen und dieses Buch hat mich ja gefesselt. Deswegen bin ich gespannt, wie sie danach weitergelegt hat. Und ja. Dann wieder eine nicht so gleiche. Und zwar von John Boyle, Sofern sie nah. Ich liebe, liebe, liebe diesen Autor. Weil er einfach Themen so kindgerecht und oder jugendgerecht, je nachdem, es gibt ja auch Kinderbücher, ich weiß nicht, ob das ein Kind oder ein Jugendbuch von ihm ist. Also auf jeden Fall ist es sehr, sehr kind- und jugendgerecht gemacht, zu Themen, die eigentlich sehr ernst und sehr brutal waren. Deswegen, ich liebe diesen Autor, der hat so einen genialen Schreibstil. Deswegen freue ich mich so sehr auf dieses Buch. Eine so gleiche. Ich mache es jetzt immer so im Wechsel, damit ihr nämlich auch seht, dass ich das gemacht habe mit halbe halbe. Und zwar Bis auf den Grund des Ozeans von Julia Cavallaro mit Richard Jason. Das ist auch eine Autobiografie. Man kann vielleicht unschwer erkennen, dass es ein bisschen verramscht schon ist, da ist ein Riss im Schutzumschlag. Dieses Buch ist schon uralt. Das hat meine Mutter schon in jungen Jahren, sage ich mal, gelesen. Ich weiß nicht genau, wann sie das gelesen hat. Ich habe es auch schon mal gelesen. Also normalerweise rereade ich keine Bücher, weil ich mich eigentlich immer an Geschichten, also ich erinnere mich noch auch an diese Geschichte noch. Ich habe das damals in zu Schulzeiten gelesen, da war ich 13, glaube ich. Das ist also auch schon ein paar Jährchen her. Und ich wollte dieses Buch unbedingt nochmal lesen, weil es mich so berührt hat und ja, deswegen will ich nochmal lesen. Eins meiner wirklich sehr, 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 sehr wenigen, ich glaube, das ist das zweite Buch, was ich jetzt nie lese in meinem ganzen Leben her. Ja. Eine nächste gleiche. Und zwar fange ich jetzt endlich mit der Reihe Nach dem Sommer von Mädchen Vater an. Das ist ja der erste Teil. Und
Das ist, glaube ich, dann mein erstes Buch so mit Werwölfen und alles. Und ich bin mal gespannt, was die mir sagen. Ich bin ja relativ neu in dem Genre Fantasy. Deswegen, bis jetzt habe ich nur gute Bücher gehabt im Bereich Fantasy. Also bis jetzt habe ich echt gemerkt, dass das wirklich mein Genre ist. Obwohl ich ein Allesleser bin. Ich lese jedes Genre. Aber ich freue mich auf, oder ich freue mich darauf und ich hoffe, dass mir auch Werwölfe zusagen. Oder Wölfe, oder was auch immer. So, eine so gleiche. Und zwar, du stehst in meinen Sternen von Claudia Terrell. Ich habe schon mal ein Buch von Claudia Terrell gelesen und ich habe ihren Schreibstil da abgewischt. Deswegen hoffe ich, dass hier auch so ein genialer Schreibstil drin ist. Mal wieder ein bisschen was mit Liebe. Ich tue mich ja mit Liebesromanen alleine, also wo es wirklich nur um die Liebe geht, sehr schwer. Manchmal sind sie für mich ziemlich langweilig, also es passiert halt nicht wirklich viel. Deswegen. Aber so zwischendurch so ein kleiner Schnucker muss mal sein. Deswegen habe ich auch hier in meiner Liebeliste. So, dann habe ich von einem nicht so gleiche, von Sebastian Fitzek, der Augensammler. ja, auch ein Thriller oder Psycho-Thriller muss es sein. Ich versuche ja mal meine Leseliste so bunt wie möglich zu gestalten. Und Sebastian Fitzek habe ich ja im Dezember letzten Jahres erst kennengelernt, sag ich mal. Da habe ich nämlich das erste von ihm gelesen, Passagier 23. Und seitdem bin ich Sebastian Fitzek-Fan. Weiß ich nicht. Ich muss immer irgendwie auch Sebastian Fitzek und kann daran auch nicht vorbeilaufen, wenn es irgendwo ist. Und deswegen freue ich mich drauf. Dann habe ich hier auch eine Vergleiche. Und zwar noch ein Thriller. Von meiner allerliebsten Thriller-Autorin überhaupt, Karen Slaughter. Wie ihr seht, das ist ein Buch in zwei Bücher in einem. Und zwar will ich Belladonna lesen, den ersten Teil. Das ist von der Grand County-Reihe. Ich habe 2008, oder 2007, also auch schon sehr, sehr lange her, habe ich den fünften Teil, oder den, nee, den vierten Teil, glaube ich, gelesen. Wusste nicht, dass es eine Reihe ist. Deswegen habe ich seitdem nicht weitergelesen. Also ich habe nur diesen vierten Teil halt gelesen und habe mir dann nach und nach alle anderen Bände geholt und möchte jetzt, weil ich alle da habe, von vorne anfangen. Also mit Teil 1 und werde dann auch den vierten Teil nochmal rereaden dann, damit ich einmal so einen Rutsch die ganze Reihe lesen kann. Deswegen möchte ich jetzt diesen Monat den ersten Teil Belladonna lesen. Dann habe ich eine nicht so gleiche, und zwar von Tiki Cat von Thirst and Cat. House of Night, das ist der vierte Teil umgedreht. Ja, ich muss jetzt auch mit dieser Reihe weitermachen. Also nachdem ich im März ja die ersten drei Teile so hintereinander weggelesen habe, muss ich jetzt weitermachen mit dem vierten Teil. Dann habe ich eine, so gleiche, aber es ist keine Story in dem Sinne. Und zwar ist es eigentlich eher mein zweites großes Hobby. Naja, ich habe noch andere Hobbys, aber ein zweites Hobby ist es auf jeden Fall. Und zwar ist es hier Sebastian Haffner Anmerkung zu Hitler. Ich befasse mich sehr, sehr gerne mit der deutschen Geschichte. Ich gucke sehr viele Dokus, lese sehr viele Bücher dazu. Ihr seht, das ist ein ganz kleines Buch nur, aber auch sehr, sehr klein und eng geschrieben. Und hat trotzdem fast 200 Seiten. Deswegen. Aber es ist halt so eins meiner größten Hobbys, mich mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Falls euch das interessiert, kann ich euch gerne dazu mal ein extra Video machen, warum ich das mache und wie viel und was ich mache. Wie gesagt, ich schaue gerne Dokus, ich lese sehr viele Bücher darüber. Ich recherchiere auch im Internet, wenn mich irgendwas interessiert. Ich habe auch schon auf YouTube ganz viele Dokus gesehen, die es halt im Fernsehen noch nicht so gab. Da ist mir eins ganz besonders im Gedächtnis geblieben, weil das echt grausig war.
Viele fragen sich, warum man sich das anzieht, wenn man es eigentlich grausig und schrecklich und alles findet. Ich möchte einfach nur verstehen, warum das alles so war, warum Hitler diese komischen Neigungen hatte und warum wir dann halt heute so sind, wie wir jetzt sind, wie ganz Deutschland halt jetzt ist, wie die Menschheit jetzt ist. Und das versuche ich halt alles irgendwie zu verstehen. Es ist eine lebenslange Aufgabe, glaube ich, um das mal komplett zu verstehen. Man wird es nie komplett verstehen wahrscheinlich, aber für mich ist es so, ich muss das eigentlich irgendwie machen. Ich weiß nicht. Es ist einfach so. Und mir macht es auch Spaß, mich darüber zu informieren und mich auch mit anderen Menschen darüber zu unterhalten und alles. Und das ist auch eine so gleiche, wie ihr unschwer erkennen könnt. Das ist auch ein ziemlich altes Buch. Ich weiß gar nicht, von wem ich das habe. Ich glaube, ich habe das mal von meiner Oma bekommen. Oder von meiner Mutter. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das von 1981. Und dann habe ich noch ein Buch, eine Liebesbegleite, das ist auch das letzte jetzt, und zwar von Jenny Meinen, Feenlicht. Weil ich hatte mir Magierlicht irgendwann mal gekauft, ich wusste auch, dass es der zweite Teil war, aber das habe ich mir als länger Exemplar gekauft, und habe jetzt bei Midimops mir den ersten Teil bestellt, und jetzt kann ich endlich loslegen, und ich freue mich drauf. Also von Jenny Meinen habe ich nur Musik gehört eigentlich. Und das ist, glaube ich, mal ein guter Anfang. Ja, das waren meine Bücher, die ich im Mai lesen möchte. Rein theoretisch, wenn ich mir den Lesemonat März angucke und auch jetzt April war ich gar nicht so schlecht, ist das machbar. Auf jeden Fall. Also, weil ich habe so meinen Durchschnitt von 10 Büchern eigentlich und das sind jetzt, glaube ich, 11. 11 hier, ja. Sind 11 Bücher. Dann sollte das auf jeden Fall machen können, oder? Mhm. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und ich hoffe, ihr wart auch erfolgreich im Lesemonat April und habt auch eine sehr schöne Leseliste für den Mai herausgesucht. Ja. Ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.